Wir stehen hier vor der Artemis-Iphigenie-Gruppe. Die heißt so, da die Göttin Artemis hinten hochaufragend Iphigenie hier im Vordergrund am Fallen hindert. Das Ganze ist spannend, weil sich hier so ganz viele tolle Details zeigen, wie hier, wie sich der Bauchnabel durchdrückt und diese Faltentürme hier. Das ist begeistert jeden Archäologen oder mich zumindest. Wir sehen hier zwei Mischwesen. Und zwar das eine ist ein Mischwesen aus Mann und Ziege. Das hier ist ein Satyr. Den Ziegenschwanz können wir nicht sehen, er sitzt quasi drauf. Wenn man ein bisschen drumherum geht, das können Sie in der Ausstellung gerne machen, können Sie diese Details finden. Und der versucht gerade, dieses andere Wesen zu schnappen, ein Hermaphrodit. Er packt ihn am Arm, die Beine sind total verrückt miteinander, verhakt und greifen hier ineinander. Das ist eigentlich ein sehr verrücktes Thema. Das ist ganz beliebt in der Antike, aber man sieht meistens nie, wie dieser Satyr, das sind total umtriebige Männer und die versuchen die ganze Zeit Frauen und so zu fangen. Meistens schaffen sie es aber nicht. Das ist ganz selten, dass sie tatsächlich mal jemanden schnappen und hier sieht es so aus, als könnte er diesen Hermaphroditen zu fassen kriegen. Es gibt das sogenannte Paresurteil. Die bösartige Göttin der Zwietracht Eris wirft einen goldenen Apfel unter Aphrodite, Athena und Hera und sagt, ja, dieser Apfel ist für die schönste Göttin und es gibt einen furchtbaren Streit. Am Ende soll Paris entscheiden, wer die schönste ist. Und hier hat er gerade den goldenen Apfel und Aphrodite kommt einfach zu ihm hin und sagt, bist du dir sicher, dass ich nicht die schönste bin? Stell dir vor, du wählst mich, deine Belohnung wird so toll sein, die schönste Frau der Welt, die soll dir gehören. Und das, was er erwarten kann, also er darf zwar jetzt nicht mit ihr anbandeln, aber trotzdem an ihrem eigenen Körper führt sie ihm vor, was für einen Liebreiz er da gewinnen wird und was für eine wunderschöne Frau. Und deswegen präsentiert sie das auch uns und den Betrachtern so eindrücklich.